Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch den neuen Mercedes AMG SL63 von der Firma iScale im Maßstab 1 zu 18. Ja, ganz neues Modell, sowohl als Modellauto als auch als echtes Fahrzeug. Ja. Das ist der Nachfolger vom SL, ja, 231er intern. Ich gucke mir das Auto jetzt ganz vorbehaltlos mal an, das Modellauto, und gebe euch mal dann meine Meinung zum aktuellen SL ab. Ja. Also wie gesagt, das ist hier von iScale, das ist mein erster Wagen von iScale, außer ich hatte schon mal einen 1:43, den Audi A8, auch auf dem Kanal natürlich, und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Qualität von diesem Wagen ist und fange da gleich mal an. Das ist natürlich ein Cabrio, aber iScale hat auch ein Dach mitgeliefert, was hier innen drin, ja, so eine Angedeutung hat, einer, sag ich mal, weichen Form, ist leider nicht weich, aber es ist, sag ich mal, auch nicht verkehrt von der Qualität. Passt wunderbar hier drauf, wie ihr sehen könnt. Ja. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich zeige das aber Ganze ohne Dach, weil es ist ja ein Cabrio. Und wir schauen uns mal die Front an. Und ja, ich muss jetzt halt doch noch was zu dem Fahrzeug sagen, zum echten. Das Ganze hier ist, sage ich mal, sehr, sehr angelehnt an dem da. Dem Mercedes GT. Ja. Und ich kann mir nicht helfen, die Form ist, es sieht aus wie eine Weiterentwicklung. Ja, des GTs hier hinten, davon habe ich auch ein Video gemacht. Und ich habe auch sogar in Blau ein GT Cabrio vorgestellt, ein GTC. Da könnt ihr das Ganze mal vergleichen. Also ich finde das schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, also schauen wir uns nochmal die Front an. Wie gesagt, hier Panamericana Grill von Mercedes mit hier großen, beziehungsweise AMG, großen Lufteinlässen, ja, und relativ, ja, spitz zulaufende Frontlichter. Ja, ich würde sagen, wir schauen auch direkt in den Motor rein. Dazu haben wir unten wieder so eine, ja, so einen kleinen Nippel. Den können wir hochziehen. Und dann können wir auch reinschauen. Und das Ganze ist, naja, sehr rudimentär angedeutet. Ich weiß, in echt natürlich sind die Motoren auch nicht mehr ganz sichtbar eigentlich. Aber ich weiß nicht, hier wäre bestimmt noch mehr gegangen. Ja, aber gut. Schauen wir uns nun die Seite an. Und die ist, ja, Grund-DNA von SL ist noch zu sehen ein bisschen, ja, das ist schon richtig. Hier langgezogene Seitenlinie, quasi auch hier mit der Schulterlinie, beziehungsweise, ja, Muskellinie, Schulterlinie, kann man hier sehen, wie man will, würde ich sagen. Ja, sehr passende Felgen, meiner Meinung nach, sind hier drauf, ja. Also hier schön mit den Speichen und den, ja, Pinstripes, den silbernen an den Felgen, das sieht sehr gut aus. Und ja, was mir aufgefallen ist, Türgriffe gibt es natürlich jetzt hier auch keine mehr, wie im echten Fahrzeug. Die sind quasi eingelassen, ja? Beziehungsweise man kann den so nicht mehr aufmachen. Ja, das Heck ist auch, sag ich mal, ja, neu gestaltet worden von Mercedes. Ist hier auch von iScale ganz gut umgesetzt worden. Die Auspuffe oder Auspuffrohre hätte ich silber gemacht. Ist jetzt von iScale jetzt nicht die Schuld, sag ich mal, das ist Mercedes-Design. Ja, hier steht halt AMG drauf und auf der anderen Seite SL63 und hier auch sehr langgezogene Rücklichter, ja. Ähnlich, wie gesagt, wie bei dem GT, und ein bisschen kann man vielleicht noch erkennen, ein SL-Rücklicht, ja, vom Vorgänger. Wir schauen direkt mal in den Kofferraum hinein, den man übrigens in echt, sage ich mal, so, hier unten öffnet, ja, also hier. Über Nummernschild, und wir schauen rein, und hier drin ist, was ich positiv erwähnen muss, Teppichimitat. Ja? Die Scharniere sind ja nicht ganz so filigran. In echt ist das übrigens, sage ich mal, ein sehr kleiner, ja, ein sehr kleines ja, Kofferraumloch. Wird schwierig mit Getränkekisten, würde ich sagen, wenn man denn überhaupt welche hiermit befördern tut. Ja? Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt mal den Innenraum an und machen dazu mal die Türen auf. Ich hoffe, ihr könnt sehen, der Innenraum, der ist auch relativ detailliert gemacht, also es gefällt mir ganz gut. Im Mittelkonsole sieht man diesen großen Bildschirm, den Mercedes mittlerweile verbaut, und im Fußraum sind auch wieder, ja, Teppichimitatbeflockung. Ja, das gefällt mir sehr gut, die Tür ist auch relativ detailliert gemacht und ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sagen, sage ich mal. Jetzt möchte ich euch noch was sagen zum Wagen als solches in echt, ja, wo das Modell jetzt weniger was für kann. Und zwar,
Ja, also mir gefällt dieses Modell nicht mehr so gut wie die Vorgänger. Ich meine, wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich ein absoluter Fan von den SL-Modellen bin. Also bis mindestens zum 230er. Und selbst den davor, den eckigen, der gefällt mir mittlerweile auch relativ gut in der Farbkombination, zum Beispiel rot mit heller Ausstattung, die ich auch schon vorgestellt habe hier. Also da gefällt er mir zum Beispiel richtig gut. Aber was hat Mercedes mit dem SL jetzt gemacht? Ja, also ich bin der Meinung, sie haben eine Weiterentwicklung vom GT gemacht, um den SL quasi mehr oder weniger ja, auszuradieren. Ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Aber die Grund-DNA ist meiner Meinung nach hier massivst verändert worden. Dadurch, dass es zum Beispiel auch keine normalen Versionen mehr gibt von dem Mercedes SL, sondern immer nur eine AMG-Variante. Das ist schade, ich weiß nicht warum. Wie gesagt, das ist auch von Mercedes AMG und nicht Mercedes-Benz. Ja, also in dem Sinne haben sie schon recht gehabt, dass sie den SL abschaffen wollten. So in der Art, sage ich mal, wie es den vorher gab, gibt sie nicht mehr. Das heißt nicht, dass das ein ganz schlechtes Auto ist, aber ich denke, es ist kein SL mehr. Ja, man sollte ihn anders benennen, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das, Leute? Schreibt mir das mal in die Kommentare, eure Meinung, würde mich interessieren. Ansonsten, das Modellauto von iScale ist grundsolide. Hat mich auf jeden Fall positiv beeindruckt, sage ich mal. Gerade mit der Beflockung hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung zu dem SL generell mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten schaut eines meiner anderen Reviews an. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.